Heute wird uns ein Mann vorgestellt, der die komplette Geschichte von dem Volk Israel prägt. Er prägt den Auszug aus Ägypten. Ein junger Mann ist. Und das ist extrem verdichtet, was hier in diesen 25 Versen passiert. Seit Mose ein Baby ist, lebt er irgendwie zwischen den Welten. Ein hebräisches Kind, das von einer Hebräerin, sogar der eigenen Mutter, gestillt wird und dann aber von einer Ägypterin oder Ägyptern aufgezogen wird. Und ich habe mich oft gefragt, welche Sprache hat Mose wohl besser gesprochen? Hat er beide Sprachen gelernt, Ägyptisch und die Sprache der Hebräer oder nur die ägyptische Sprache? Konnte er überhaupt die Sprache, die seine eigene Mutter gesprochen hat? Und diese Zerrissenheit oder diese Suche nach Dazugehören sieht man schon von Anfang an. Und als Mose dann sieht, wie ein ägyptischer Aufseher einen Hebräer schlägt, da weckt es in ihm so einen Gerechtigkeitssinn. Und vielleicht ist das auch der Moment, wo Mose zum ersten Mal darüber nachdenkt oder sich intensiver Gedanken macht über seine Wurzeln, über die hebräischen Wurzeln, die er hat. Vielleicht macht sich Mose auch Hoffnungen, endlich irgendwo dazu zu gehören, als er am nächsten Tag dann einen Streit schlichten will zwischen Hebräern und denkt, die können doch nicht so miteinander umgehen, mein Volk. Und er wird aber schwer enttäuscht, weil auch die Hebräer ihn nicht als jemanden sehen, der dazugehört zu ihnen. Und sie haben das Gefühl, er will sich über sie erheben und da einen Streitschlichter spielen, ja, eine Rolle, die ihm gar nicht zukommt aus ihrer Sicht. Und wieder gehört er nicht wirklich dazu. Und dann, nach diesem Mord, der passiert ist, flieht Mose nach Midian. Wieder in eine Gegend, wo er fremd ist. Er ist ja wieder in einer fremden Kultur. Und dort findet er zwar eine Frau, heiratet und bekommt ein Kind, aber der Name, den er seinem Sohn gibt, beschreibt, wie es Mose geht. Der Name bedeutet ein Fremdling im fremden Land. Und das muss echt zerreißend gewesen sein. Ich kann mir vorstellen, wie groß die Sehnsucht Moses war, endlich dazuzugehören und irgendwo einen Ort zu haben oder Menschen zu haben, die er Heimat und Zuhause nennen kann. Und in der Bibel sehen wir ja immer wieder, nicht nur in dieser, sondern in vielen anderen Geschichten auch, wie Gott sich besonders den Menschen zuwendet, die eben heimatlos sind, die am Rand der Gesellschaft stehen, den Kindern, die keine Eltern haben, den Geflüchteten. Und betrachtet man eben diese ersten Lebensjahre von Mose, sieht man ja auch beides. Auf der einen Seite ein Leben, das von Heimatlosigkeit und Zerrissenheit geprägt ist, und auf der anderen Seite ein Gott, der sich ihm zuwendet. Das werden wir noch in den weiteren Geschichten auch sehen. Und warum diese außergewöhnliche Geschichte, die so, ja, schon mit so vielen Ereignissen anfängt? Weil Gott hier wirklich eine ganz besondere Geschichte mit seinem Volk schreiben will. Und ja, wie das noch weitergeht, werden wir dann sehen, was Gott da noch alles tut. Und es bleibt wirklich spannend. Und ich lade euch jetzt ein, dass ihr über diese Zusammenhänge, die ich jetzt gerade angesprochen habe, noch tiefer ins Gespräch kommt. Und wenn ihr dazu noch Impulsfragen braucht oder Anleitungen, dann dürft ihr das gerne im Sheet nachschauen. Da haben wir ein paar Fragen für euch zusammengestellt.